Hallo, ihr Hübschen. So, ich habe was wiedergefunden, Leute. Ich habe was wiedergefunden. Genau. Ich habe Texte wiedergefunden von mir, die ich mal geschrieben habe. So Gedichte und so weiter und so fort. Und sogar, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dieses eine als Podcast, also mit Bildern, dieses eine, was ich wiederfinden wollte, Leute. Und was ich wieder gefunden habe, ich habe gedacht, das wäre auf meine Festplatte. Übrigens möchte ich mal nochmal sagen, ich habe eine Festplatte gehabt, die ja, wo ich nicht mehr zugreifen konnte. Und eine liebe Freundin, Gräfin Johanna, Dankeschön, hat mir ja geholfen. Und ich kann jetzt alle wieder, also bald zugreifen und alle Bilder und Interviews, die ich damals geführt habe, fürs Radio und sonst was, verwenden für den anderen Kanal vielleicht oder für was anderes und überhaupt auch die Bilder mir anschauen. Aber ich habe halt, ich gebe es zu, in diesem Ordner hier, also diesen Dingen hier, Mäppchen, ja, habe ich alte andere Texte wieder gefunden und auch das eine Textchen, wo ich gedacht habe, naja, wo ist es denn hin? Also ein kleines Lächeln habt ihr ja schon mal gehört. Also das habe ich schon mal vorgelesen. Aber ich hatte ja ein anderes gesucht. Ich weiß auch nicht, ob ich euch das eine schon mal vorgelesen habe. Aber das, was ich gesucht habe, das ist auf jeden Fall in diesem Ding jetzt hier drin. Ich habe damals meine Texte alle so irgendwie, ja, mit einem schönen Bild. Es sollte so ein Textgedichtbuch oder Heftchen werden. Und da habe ich halt, dieses Autogrammkärtchen von Nicole drauf gemacht. Weil, dieses Album mir auch, Vision, mir einige, ja, Gedichte und so geschenkt hat. Auch Texte, wie auch immer. Und das finde ich sehr schön. Aber irgendwie finde ich, also ich suche. Ah ja, genau. Das war's. 2002 war das. 3.10.2002 habe ich geschrieben. Natürlich, also das war einfach nur in meine, ich sag mal, in meinen kleinen negativen Zustand, glaube ich, habe ich immer irgendwelche komische Texte geschrieben. Manchmal auch schöne und gute, finde ich zumindest. Und dieses hier ist irgendwann gekommen in mir. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Stehe zwischen den Stühlen. Ich stehe zwischen zwei Stühlen. Weiß nicht wohin, ob rechts oder links besser ist. Weiß einfach nicht, wohin ich gehen soll. Bleib einfach dort stehen. Wohin bloß? Wie werde ich es durchstehen? Kann ich denn noch vorwärts gehen? Was ist denn nur mit mir los? Will wissen, wohin muss ich gehen? Wo darf ich mich hinsetzen? Was ist das denn für ein Leben? Wo sind denn hier die Grenzen? Ja, mehr war das auch nicht. Keine Ahnung, das ging halt nicht mehr weiter irgendwann. Setzt der Kopf halt aus. Aber ich stehe zwischen zwei Stühlen. Ist eigentlich so eine Sache für, du stehst halt zwischen, kann man sagen, zwischen Krieg oder Frieden. Du stehst zwischen zwei Gerichten zum Beispiel. Was möchtest du jetzt essen? Du stehst zwischen, was noch? Ja, was trinke ich heute? Kaffee oder Tee? So in der Art. Oder du stehst halt zwischen zwei Freunden, die sich streiten vielleicht, weil du magst sie aber beide und weißt nicht, wo soll ich jetzt hingehen? Zu dem oder dem? Und irgendwie zoffen sie sich die ganze Zeit und machen sich gegenseitig schlecht. Und ja, das ist irgendwie so mein Ding da, also meine Zeilen dafür, für diese Themen halt, oder waren das damals oder sind es eigentlich immer noch, weil ich denke immer, hallo, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist jetzt das Beispiel jetzt von mir, wenn man jetzt so zwei Freunde hat, die sich streiten und du stehst da mittendrin und weißt nicht jetzt, für wen solltest du jetzt zuerst stimmen, so wie bei der Politik, bei der Wahl, so in der Art, ne, also ich meine, wenn du wirklich beide magst und auch liebst oder auch denkst, für dich auch, hallo, ist doch alles in Ordnung, warum streitet ihr euch, weshalb auch immer, für Kleinigkeiten oder was auch immer. Und das ist halt so meine Zeilen dafür gewesen, für solche Sachen halt. Ich meine,
stand ja auch oft zwischen zwei Stühlen, so bildlich gesehen, ob menschlich oder ob, ja, ich trinke jetzt Tee und keinen Kaffee oder so, ne? So viel dazu. Und dann habe ich hier noch, das ist auch 2002 gewesen, aber am 6.5.2002, das habe ich mal geschrieben, so, ja, wo ich dann so geträumt habe und mir gewünscht habe, so, ja, ich werde jetzt große Schlagersängerin. Ich brauche noch ein paar Texte, also ein paar Lieder und so und was weiß ich. Und habe halt irgendwann angefangen, ich meine, ich habe mit 9 Jahren schon angefangen, Gedichte zu schreiben oder irgendwelche Texte. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, das kann ich euch jetzt mal sagen. Ich habe sozusagen noch viele Tagebücher, wo ich manchmal reingucke und denke, was für Fehler hat man da reingeschrieben oder überhaupt, wie hat man so gedacht und keine Ahnung. Naja, bei der einen, also ich meine, das erste Tagebuch, das, was ich angefangen habe, da schmunzle ich heute noch drüber, weil da kommt eine Person drin vor, die ich heutzutage ein bisschen verfolge und wo ich immer denke, super, Schwester, alles gut. auf jeden Fall habe ich diesen Text hier noch für euch sozusagen als Abschluss. Also der 6.5.2002 habe ich geschrieben, der Scherz. Das war alles nur ein Scherz. Ich dachte, es wird niemals ernst. Doch jetzt stehe ich vor euch und sing euch diesen Song. Es ist zwar nicht so lang, aber es wird uns doch nicht bang. Lass uns singen, es wird uns Glück bringen. Ich sing euch unser Lied, wir sind doch auch alle lieb. Es ist zwar nicht so lang und jetzt wird uns dabei bang. Lasst uns singen, nochmal den Song bringen. Dieses wird noch in die Schals fliegen und uns viel Freude und Glück bringen. Naja, eigentlich ist es ein Gedicht, ne? Also das kann man ja schlecht singen, glaube ich. Oder halt mit Musik etwas sprechen, mal gucken. Also nicht mal gucken, sondern ich meine, ist ja interessant, ne? Und dann habe ich halt noch andere Texte gefunden. Also wenn ihr noch mehr hören und sehen wollt, drückt gefällt mir oder schreibt mir einfach irgendwo an, so, oh, ich möchte noch mehr von dir hören, wenn du noch mehr hast. Also ich meine, das sind nur ein paar von dem, was ich hier so habe. Und ich habe die letzten Jahre einfach gar nichts mehr geschrieben, gebe ich euch zu. Mir kam nichts mehr. Kein Text, kein Gedicht, kein, weiß ich nicht. Also ich meine, ich hatte ja auch zu tun, Leute. Ich hatte überhaupt keine Zeit, mir Gedanken zu machen, um irgendwas zu schreiben. Weil ich habe ja von morgens bis abends gearbeitet. Und das war halt meine Wunscherfüllung. Die ganze Zeit arbeiten, 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 wie so ein Arbeitstier. Bis zum Umkippen sozusagen. Und wenn ihr darüber auch noch mehr wissen wollt, wie ich meine Wunscherfüllung des arbeitsreichen Lebens erfüllt habe, kann ich euch das gerne auch noch erzählen. Also, naja, es ist halt so, wie es gekommen ist und so war. So, ne? Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen und schreibt mir einfach, vielleicht habt ihr auch selber noch ein paar Gedichte so rumliegen. Bis dann, ciao. Ach so. Wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst euch gut gehen.